Hallo, ihr liebe Latino-CNTV, ich bin hier in Mallorca und heute mache ich noch ein Video für euch über Brasilien. Woher stammen die Brasilianer? Also von Quelle habe ich gateway-brasil.de und Deutsche Welle.de auch. dw.de. Also das sind meine Quelle. Zuerst sage ich über den Charakter. Brasilianer sind sehr lebensfreundlich, sind sehr gastfreundlich, sind leidenschaftlich, lebenslustig. Also wir genießen zum Beispiel Familientreffen am Wochenende. Wir genießen die Männer besonders, mögen sehr Fußball spielen. Entweder zu Hause oder im Stadion, sie lieben das. Wochenende treffen mit Familie, mit Freunden. Also von Charakter sind wir sehr optimistisch, trotz aller Schwierigkeiten, trotz wirtschaftlichen Problemen haben wir immer Lachen, ein Lachengesicht. Wir sehen das Leben in eine optimistische Optik. Das ist unser Charakter. Aber von außen, wie sind die Brasilianer? Zum Beispiel, ich, wenn ich sage, dass ich Brasilianerin bin, sind viele Deutsche überrascht, weil sie denken, dass Brasilianische, die meisten sind schwarz, die meisten sind sehr dunkel. Das stimmt auch. Gibt es viele, viele dunkel, die meisten sind. Ich stamme aus Afrikanische, aus Afrika oder aus Indien, aber gibt es auch europäische Mischung, und Brasilien ist eine Mischung von europäischen, Indianer und Afrikanischen. Also typisch von Brasilien ist genau diese Verschiedenheit der Menschen. Ihr könnt zum Beispiel als Beispiel sehen, Gisele Bündchen ist ganz weiß und hat blonde Haare. Pelé, auch berühmt, ist ganz schwarz, ne? Fußballspieler Pelé. Oder Lula, ehemaliger Präsident, war dunkelhaarig, aber brunett wie ich. Die Haut war nicht schwarz, aber auch nicht ganz weiß. Oder jetzt der aktuelle Präsident Bolsonaro ist auch wie ich ungefähr helle Haut und schwarze Haare. Dann haben wir eine Mischung, ne? Eine Mischung von Hautfarbe von ganz schwarz bis ganz weiß. Eine recht homogene Gemeinschaft. Das ist Brasilien. Ist ein Ergebnis von der Mischung von weißen Europäern und der Verschleppung von schwarzen Afrikanern aus Sklaven in das Land. So wurde Brasilien zu einem Schmelztiegel afrikaner, europäischer und indianischer Völker. Im Amazonasgebiet sieht man diese Mischung von indianisch aussehenden Menschen. Im Nordost sehen Sie mehr, ihr seht mehr schwarze Menschen wegen Afrika, ne? Afrikanische Erbes der Sklaverei-Zeiten. Im Süd sieht man sehr helle Menschen, blonden, genau wegen Europa und viele Deutsche auch im Süden. Und dann sehen wir sehr, sehr viele helle Menschen im Süden, ne? Europäisch. Und Südost, wo ich hier herkomme, Rio, São Paulo, Minas, sehen wir eine Mischung. Ne? In São Paulo zum Beispiel gibt es eine Community, eine sehr große Community von japanischen Leuten. Also gibt es sogar einen Stadtteil von Japaner. Und dann seht ihr, dass Brasilien
eine super große Mischung. Wir haben alles in Brasilien, alles. Dann bitte keine Stereotype mehr, dass in Brasilien nur schwarze Menschen gibt mit lockigen Haaren. Ja, das stimmt, gibt viel, aber nicht nur. In Amazonas man sieht von außen, dass man diese indianische Erbe hat, also diese indianische Vergangenheit von Indien. Das ist, Leute, das wollte ich heute sagen, weil ich bekomme oft diese Frage, diesen Satz, aber du kannst nicht brasilianisch sein, du bist heller, als ich gedacht habe. Brasilien gibt mehr Mulattas, mehr. Das stimmt nicht, Brasilien gibt alles. Né? Ich finde das Besondere in Brasilien, das ist sehr schön, weil man kann nie sagen, das ist der ist Brasilianer oder die ist Brasilianerin, weil weil gibt es keine richtige Typ. Wir haben alles. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, dass ihr das Video gefällt. Und wenn ja, dann Daumen hoch, abonnieren den Kanal und wir bringen mehr über Brasilien. Ah, von Coelho habe ich Gateway benutzt, Brasil.de und Deutsche Welle. Das war's, Leute. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.